Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit etwas Neuem von Playmobil, aber kein Spielset und zwar eine App. Aber warum eigentlich das denn? Deswegen wegen der schwarzen App-Kanone mit Seeräuber von Playmobil. Die hatten wir euch ja letztens schon vorgestellt, hier aus der Pirate-Spiele-Welt. Kam in so einer coolen Tüte und hat die Playmobil-Produktnummer 6165 und ist geeignet ab 5 Jahren. Die haben wir letztens schon aufgebaut, haben euch schon einige Funktionen gezeigt, zum Beispiel hier das. Die Kanone kann natürlich auch normal schießen, aber heute wollen wir das mit der App testen. Die Playmobil Kaboom App, das ist die hier, die haben wir euch schon mal gezeigt mit der roten App-Kanone und heute da gibt es die schwarze App-Kanone. Aber zuerst einmal, da wollen wir den Piraten ändern. Das hatten wir letztens nicht gesehen. Ich habe es mal in den Kommentaren gelesen, vielen Dank dafür. Und wir können natürlich einen Seeräuber hier machen, passend, genau wie der hier. Ihr seht es, Leute, das passt. Okay, dann gehen wir zurück. Und eigentlich könnten wir hier auch eine andere Kanone auswählen. Hier ist die rote App-Kanone. Und ihr seht, die ist noch geschlossen. Deswegen, oder noch nicht freigespielt. Deswegen müssen wir das Ding jetzt hier auf diesen Smartphone-Halter tun. Und dann kann es eigentlich, können wir eigentlich loslegen. Und das werden wir auch hier. Stelle das Smartphone auf den Halter. Okay, das machen wir und wir beginnen dann mit dem Spiel. Und bevor wir loslegen, noch was ganz Wichtiges. Dieser Sticker hier muss unbedingt angebracht werden, denn nur so erkennt die Kamera diese Kanone hier und dann können wir mit der Kanone auch spielen. Man kann es auch mit dem Finger spielen, werde ich gleich auch noch zeigen, aber wir wollen es natürlich mit der Kanone hier spielen. Deswegen ist dieser Sticker hier sehr, sehr wichtig. Und was auch noch sehr wichtig ist, es darf nicht zu hell in diesem Raum sein, aber auch nicht zu dunkel. Deswegen müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich habe jetzt eigentlich schon alles eingestellt. Der müsste jetzt eigentlich auch die Kanone erkennen, wenn ich die hier so vortue. Jo, macht er. Die schwarze Kanone wurde erkannt. Und wir sind schon im zweiten Level vom letzten Mal. Und es geht auch direkt los. Und ihr seht, wenn ich die Kanone bewege, dann geht's auch. Also hier klappt das auf jeden Fall besser als letztens mit der roten App-Kanone. Gehe nach rechts. Okay. So. Dann können wir hier ein bisschen... Ah, und wie gesagt, es lädt von selber auf. Wir müssen hier nicht hier oben irgendwie was drücken, sondern einfach nur ein Schiff anvisieren. Und dann... Na? Geschossen. Und das ist natürlich sehr cool. Also diesmal klappt es wirklich sehr, sehr gut. Und vielleicht gehe ich auch mal mit der... ein bisschen näher. Wir riskieren es jetzt einfach, damit ihr auch was von der App sehen könnt. Also mit der Kanone klappt das auf jeden Fall. Sogar sehr gut diesmal. Also wie gesagt, ihr müsst mit der Helligkeit so ein bisschen rumspielen und gucken, ob es im Zimmer passt. Aber das sollte eigentlich klappen. Und wo sind die nächsten Schiffe? Und wie ich gesehen habe, hat auch jede App-Kanone so seine Spezialfunktion. Aber welche die hat, keine Ahnung. Meine ich gesehen zu haben, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. So, hier sind noch ein... Na, geh nach rechts, okay. Zwischendurch muss man darauf achten, dass man nicht aus dem Bild rausgeht. Ah, und jetzt haben wir auf einmal... Wow, also jetzt geht's ab. Yes! Keine Chance. Wir können hier aber auch nicht sehen, ob jemand Freund und Feind ist. Jo, wir haben gewonnen. Sehr gut. Und wir können anscheinend ein bisschen was aufrüsten. Wir haben ein bisschen Geld. Wir können uns noch eine Robustheit, einen Punkt Robustheit dazu holen. Sehr gut. Dann gehen wir wieder runter. Und dann geht's weiter. Vielleicht später. So, und das ist das nächste Level. Wir machen jetzt hier nochmal dieses Level. Und ihr seht, wir haben jetzt 4 Herzchen. Also man kann das hier durchspielen. Wie viele Level insgesamt können wir uns gleich nochmal... jetzt ist die... Genau, mein Finger war vor diesem Symbol hier, vor dem Sticker. Und das darf natürlich nicht sein, weil sonst erkennt die Kamera nicht oder das Smartphone nicht das Symbol. Ah. Los jetzt! Jawohl. Okay. Aber was ich euch noch zeigen wollte, war ja die Fingersteuerung. Also wenn ihr... ihr könnt diese App anscheinend auch ohne diese Kanone hier spielen. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar drücken wir mal auf Pause. Und zwar hier den Schalter einfach auf Fingersteuerung switchen. Und dann können wir... das mit dem Finger machen. Und das geht natürlich noch einfacher. Schaut euch das mal an, Leute. Also das geht wirklich noch einfacher. Also mit der App-Kanone ist das schon so eine kleine Herausforderung. Ihr seht jetzt zum Beispiel, weil mein Finger davor ist, nicht. So.
So, okay. Ich wechsle jetzt aber nochmal auf die App-Kanone, denn das macht mir viel mehr Spaß. Und dann könnt ihr auch ein bisschen mehr was vom Spiel hier sehen, von der App. Da ist ein Pirat. Seeräuber gegen Seeräuber, habe ich das Gefühl. Und die haben natürlich jetzt... da verschwindet einer, den habe ich verpasst. Nein! Und jetzt erkennt er, ja, da wieder mal mein Finger. Darauf müsst ihr achten, dass der Finger nicht vor den Sticker kommt. Der Sticker muss immer frei sein. Okay, alles klar. Das dauert doch jetzt ein bisschen zu lange. Aber es klappt mit der App-Kanone auf jeden Fall. Mit dieser hier. Mit der schwarzen App-Kamera, wie gesagt, das muss hier immer frei sein, damit das Smartphone das erkennt, die Kamera das immer erkennt. Sonst wieder wirklich sehr, sehr cool, sehr lustig. Diesmal hat es wirklich sehr gut geklappt, freut mich sehr. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen auf die Lichtverhältnisse achten, Freunde. Aber das sollte schon klappen. Und dann könnt ihr viel Spaß haben mit der Playmobil Kaboom App. Und hier ist auch unser Seeräuber. Und der hatte, glaube ich, auch ein bisschen Spaß. Wir haben ja anstelle von ihm gespielt. Deswegen nichts sagen, sonst wird er noch schimpfen. Aber wir waren ja dieser Seeräuber jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.